Sexuelle Belästigung, Hasspostings oder Fake-Bewertungen. Wer sich im Internet nicht gesetzeskonform verhält, kommt damit oft davon. Denn im Netz bewegen sich die NutzerInnen größtenteils anonym. Dem will die ÖVP jetzt ein Ende setzen. Sie fordert einmal mehr eine Klarnamenpflicht, also das Erkenntlichmachen des echten Namens im Internet. Doch das stößt nicht nur beim politischen Mitbewerber auf Abwehr, auch DatenschutzexpertInnen schlagen Alarm. 4,5 von 5 Sternen. Oder doch nur 2,5 von 5. Gute Bewertungen im Internet sind für viele Betriebe eine wichtige Geschäftsgrundlage. Doch unter die echten Kundenrezensionen mischen sich auch immer öfter gefälschte Kritiken. Die Volkspartei will der Wirtschaft zuliebe diesem Trend nun entgegentreten. Daher glauben wir, dass die Klarnamenpflicht notwendig ist, weil wir sicherstellen wollen, dass dann, wenn Rechtsverletzungen im Internet begangen werden, hier auch die Ansprüche verfolgt werden, insbesondere auch Straftaten aufgeklärt werden sollen. Bewerten, posten, kommentieren, also nur noch, wenn die Plattform den echten Namen kennt. Der grüne Koalitionspartner der ÖVP zeigt sich von diesem Vorschlag wenig begeistert. Also Klarnamenpflicht ändert nichts an Hass im Netz. Das zeigen uns auch schon Studien in Vergangenheit. Und auch die Umsetzbarkeit, die technische, ist ein bisschen fragwürdig. Also wir haben wirklich einen Luftschluss hier, wo die technische und die rechtliche Machbarkeit nicht gegeben ist. Eine EU-Richtlinie nimmt Tech-Giganten wie Google oder Meta bereits in die Pflicht, gegen rechtswidriges Online-Verhalten vorzugehen. Laut den Netzexperten von Epicenter Works wäre der ÖVP-Vorstoß ein Alleingang Österreichs mit Folgen. Wir haben jetzt einfach einen einheitlichen europäischen Rechtsrahmen, der ganz klar keinen Handlungsspielraum mehr lässt, da jetzt irgendwie nochmal eine Klarnamenpflicht draufzusetzen. Sprich, im besten Fall würde das Gesetz österreichische Plattformen treffen, also eigentlich die Konkurrenz von Google und Facebook. Ob die Klarnamenpflicht überhaupt umsetzbar ist, bleibt fraglich. Denn eine technische Lösung hat die Volkspartei heute nämlich nicht vorgestellt.